Ein schnurriges Willkommen zu Panti spielt Half-Life 1. Wir sind jetzt mitten im Spiel im Bürokomplex und schauen mal, wie es hier weitergeht. Wir waren hier in einem Raum drin und wussten nicht, wie wir wieder rauskommen sollen. Mal sehen. Okay, die Decke ist aus Metall. Das ist in Half-Life 1 übrigens einfach nur der Sound für. Das kannst du nicht kaputt machen. Okay. Antiklimaktisch. Ich hätte einfach nur mal gegen die Tür rennen sollen. Sieht so aus, als würde sich das ganze Training auf dem Schießstand heute auszahlen. Hey, was zum Teufel machst du hier unten? Verschwinde nach oben! Ich habe gehört, dass Soldaten uns retten kommen. Oh, cool. Ja, ich bin weiß nicht, ob wir weitergehen sollten. Doch. Irgendwas stimmt hier nicht. Doch, doch, wir wollen doch nach oben. Okay, ich werde Deckung geben. Okay. Ich habe das Gefühl, da kommt noch was Größeres. Und zwar so eins von den Viechern, die diese grüne Suppe spucken können. Hab einen erwischt. Kommst du? Bis später. Alles klar. Los. Telefone. Nee, Kaffeemaschinen. Was zum Geier ist das? Von Valve, dem Hersteller des Spiels. Oh. Jetzt ist es richtig rutschig hier. Wir sind in der Gefrierkammer. Okay, da wir auf einfach spielen, braucht er nur 5 Schüsse, bis er weg ist. Das ist gut. Okay, hier ist eine Lücke. Mann, hast du den Schuss gesehen? Ah, du bist auch hier. Warte mal. Hier muss ich doch... Ah. Moment. Oh nein. Ist das ein Geschwindigkeitsspieler oder bewegt er sich jetzt immer hin und her? Der bewegt sich immer hin und her, okay. Das heißt, jetzt muss ich nur mit dem richtigen Timing auf das Ding drauf hüpfen. Und wieder von dem Ding runterkommen. Das Spiel ist sehr laut, merke ich. Ich muss das noch nachbearbeiten in der Lautstärke. Ich höre mich ja selber kaum.
mal den Schleichenknopf gedrückt halten, damit wir nicht auf einmal aufstehen. Die übrigens, das sind so wie Fliegenfänger, ich weiß nicht, ob ihr das an der einen Stelle gesehen habt, die ziehen mich nach oben und beißen mir den Kopf ab. Sehr nette Tiere. Eigentlich ja Aliens. Danke. Und dann schauen wir mal hier lang, was hier so ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt in die richtige Richtung laufe oder die falsche. Das werden wir gleich sehen. Danach, wo wir ankommen. Kann gut sein, dass es egal ist, in welche Richtung wir gelaufen sind. Das sieht schon mal gut aus. Es werden Daten geladen. Aber mehr davon kann ich bald nicht mehr haben. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Dann verzieh dich lieber nach oben. Die Aufzüge funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Nix wie raus hier. Ja, dann komm mal mit. Oh, ah, das ist zurück. Okay. Das war Munitionsverschwendung. Und das war nicht der Nachladebutton. Das kann mich auch der machen, der hat Endlos-Munition. Okay. Da hat ein Schuss nicht gesessen. Ich wollte da einfach kein Risiko eingehen. Was haben wir hier? Granaten. Geh wieder zurück. Ja, ein bisschen Lebensenergie. Munition. So. Ja, hier müssen wir jetzt an diese Leiter hüpfen. Oder auch nicht. Wo habe ich es jetzt gespeichert? Hier habe ich es jetzt gespeichert. Okay, dann mal vorsichtig. Oh, sieht tatsächlich so aus, als müssten wir hier an die Leiter hüpfen. Okay. Bin ich einfach zu früh abgesprungen? Ja, ich bin zu früh abgesprungen. Und nach und nach die Leiter nach oben. Oh, Das ist nicht ganz ungefährlich, wenn man so komisch da hängt, wie ich eben. Weil man, wie gesagt, sehr schnell sich bewegt. So, hier müssen wir noch einen Sprung machen. So viel zum Thema. Er speichert aber sehr gut zwischen. Noch einen Sprung machen. Die Tür. Puh. Ich hatte jetzt erwartet, dass der abstürzt. Das Kapitel heißt Feind in Sicht. Nun öffnen Sie schon die Silotür. Wir sind uns auf der Spur. Das ist der einzige Ausweg für uns. Oh mein Gott. Wir sitzen in der Luft. Das klingt nach einer Selbstschussanlage. Und das hier ist eine Mine. Wenn ich in den... Das ist eigentlich offensichtlich, wenn ich in den Laserstrahl komme, explodiert sie. Ja. Ach so, Druck. Wo ist der denn? Soldaten. Die sind bestimmt da, um uns zu helfen.
Das war ein gezielter Treffer auf die Anlage. So. Ich würde eigentlich 1 drücken, nicht die Konsolentaste. Durch. Jawohl. Und speichern. Gut, dass wir den Obstacle-Kurs geschafft haben. Mit dem unten runter durch und oben drüber. Entschuldigung. Okay, und hier sieht man jetzt, was passiert, wenn die einfach so dastehen. Das ist natürlich das Problem, wenn der zurückkommt, dann fangen die an zu ballern. Also muss ich möglichst schnell hier drüber, bevor der zurückkommt. Können natürlich auch diese roten Lichtschranken auslösen und damit die Selbstschussanlagen aktivieren. So. Ich lade. Eigentlich, dass die jetzt nicht mehr schießen können auf mich. Lassen wir mal die Tür erstmal zugehen, dass die nicht mehr auf mich schießen können. Und dann versuchen wir weiter hier durchzukommen, weil ich glaube, vor uns sind auch noch von denen. Sehr fein. Ich glaube, das habe ich auch noch nie geschafft, hier durchzukommen und Selbstschussanlagen nicht zu aktivieren. Gut, das Wasser hier auf dem Boden übrigens ist rutschig. Da ist noch einer. Jetzt kann mir das die Vorsicht auch egal sein. Da oben war er wieder, unser Helmanzug. So, und diese Geräusche, die klingen wie Roboter, weil in Deutschland durften in Ballerspielen keine Menschen erschossen werden. Deswegen wurden die Soundeffekte zu Robotern gemacht. Es waren entweder Roboter oder Aliens. Oder... ja, es waren entweder Roboter oder Aliens und es sind eben auch normalerweise Zahnräder aus den Gegnern rausgesprungen und nicht Leichenteile. Das hat sich jetzt geändert. Die Zensurregeln sind etwas schwächer. Dem Himmel sei Dank, dass endlich jemand kommt. So viel zum Thema, dass endlich jemand kommt. Okay, das Militär ist da. Dann gehen wir mal nach oben. Auf solchen Aufzügen weiß ich, war ein Bug, nämlich genau in den Momenten, wenn er geladen hat, konnte es passieren, dann hieß das, dass ich hängen bleiben konnte im Boden, weil der Boden sich gerade bewegt hat, während ich geladen habe. Die Leiche versperrt mir den Weg. Dankeschön.
Ich will gerne die Pumpgun haben. Okay, dann laden wir mal den Anzug wieder auf und gucken mal weiter hoch. Aha. Der bewegt sich unrealistisch schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, hier kommen die. Da renne ich eben schnell mal durch. So, was sind wir jetzt hier? Hier sind Minen und Selbstschussanlagen. Gucken wir doch mal in die andere Richtung. Doch an den Minen vorbei. Okay. Schauen wir mal, werde ich es schaffen? Ich glaube ja nicht. Ich probiere es nochmal. Laden. Okay. Andere Taktik. Einmal die Selbstschussanlagen weg aus dem Weg räumen. Ach ja, wenn hier so eine Mine explodiert und das Glas dabei kaputt geht, dann geht die Tür zu und dann komme ich nicht mehr weiter. Und der nächste rennt da rein. So, dann gucken wir mal, wo die herkommen. Munition. So. Übrigens, in englischen Versionen klingen also diese Roboterstimmen wirklich wie Militärfunk. So Funkgeräteverzerrungseffekt und entsprechende Sachen, die gerade gesagt werden, die man sich eben von Militärs vorstellt. So, die Fackel nicht lange und schmeißen gleich eine Granate. Das seht ihr vielleicht. Merkt, die sind gepanzert. Hier fliegt eine Granate hoch. Warum kann ich mich eigentlich denen ihre Kevlar-Weste oder so anziehen? Achso, ja stimmt, ich habe ja diesen Environment-Suit an. Da passt die Kevlar-Weste nicht mehr drunter. So. Dann gucken wir, was uns oben erwartet. Wir wollen ja schließlich immer noch an die Oberfläche. Ah, ein Hubschrauber. Der kommt aber sicher nicht, um uns zu retten. Oh.
irgendwie in einen Bunker rein. Sehr schön. Weil diese Schraube, glaube ich, auch auf uns schießt. Ventilation Access Shaft. Dafür muss immer Zeit sein. Auch wenn wir bombardiert werden im Bunker. Kommen wir nicht mehr. Wenn wir nicht hochkommen, müssen wir halt runter. So. Immer an der Wand lang. Ich denke mal, hier kommen wir raus. Glück. Glücklicherweise kann man die hier auch hochklettern. Das ist nur ein Bonusraum. Okay. Genau, ABC-Alarm der ersten, höchsten Stufe. Ihr müsst euer Alphabet lernen. So. Durchsagesystem, bla bla. Ich hätte von vornherein immer an einem Rand entlang gehen sollen. Das ist jetzt dieser Raum. Und das ist jetzt dieses Ding, wo ich. Genau, wo ich drin war und nicht weiterkam. So, gucken wir weiter nach rechts. Weiter? Ja, hier geht's weiter. Ja, super. Achtung, an alle
übrigens seht, hält mein Anzug das meiste von dem Schaden ab. Ich habe immer noch 99% Lebensenergie. Das scheint aber auch nicht der richtige Weg zu sein. Okay. Moment mal. Ich konnte eben da oben drauf. So ganz weiß ich den Weg auch nicht mehr. Nee, das scheint auch nicht der Weg zu sein. Da komme ich. Ich bin mir sicher, dass das ist, wo ich herkam. Okay. Und ich bin mir sicher, dass dieser Ventilator mich sofort kaputt macht. Wie ich bereits sagte. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Oh, da unten geht's weiter. Okay. Keine Headcrabs im Weg. Gut. Sehr schön. Typisch Regierung. Unter Abriegelung bestehen die lediglich alle umzubringen, die mit dem Projekt etwas zu tun haben. Ihrem Schutzanzug nach zu urteilen, würde ich mal sagen, dass sie mit dem Unfall etwas zu tun hatten. Habe ich recht? Ja. Wenn hier überhaupt jemand dieser Katastrophe ein Ende bereiten kann, dann ist es das Wissenschaftlerteam im Lambda-Komplex. Der Komplex liegt am anderen Ende der Basis. Allerdings ist das Transitsystem ausgefallen. Ich weiß daher nicht, wie sie da hinkommen. Aber irgendwo soll hier noch ein altes Schienensystem existieren, das nicht mehr in Benutzung ist. Irgendwo hinter dem Silo-Komplex. Wenn sie es schaffen, durch das Raketentestlabor zu kommen, könnten sie vielleicht durch die alten Tunnels schleichen und jemanden vom Lambda-Team auftreiben. Falls da überhaupt noch jemand am Leben ist. Den Leuten da können sie vertrauen. Sie können uns allen vertrauen. Viel Glück. Erstmal hier heilen und so, und dann machen wir hier mal den Silo auf. Silo auf. Und auf geht's. Okay, hier ist alles kaputt. Blockiert. Oh, oh, das hört sich an wie der grüne Säurestucker. Ja. Okay. Wir müssen warten, bis der sich hier den Weg freigebombt hat. Wir kriegen es nämlich nicht so einfach frei. Also ich könnte mal die hier versuchen. Das hat ein bisschen geholfen. Oh, das hilft doch. Das ist nur sehr aufwendig. Sechs Schuss, weg ist er. Sehr schön. Ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Okay, was ist das? Sieht aus wie irgendwas Schienenmäßiges. Ah, eine Art Aufzug. Naja, gucken wir mal, wo der uns hinführt. So, wir fahren einmal nach unten, obwohl wir eigentlich nach oben wollen, aber... Ah, das alte Schienensystem.
Sehr schön. Dann wollen wir uns doch mal auf die Schiene begeben. Einmal speichern. Und Vollgas. An den fahren wir jetzt einfach dran vorbei. Tschüss. Da wollen wir jetzt... Da wären wir jetzt hier schön in die radioaktive Suppe geflogen. Nicht gut. Dem gefällt die. Unter dem Rohr durch. Ja, in der radioaktiven Suppe hätten wir gut Schaden genommen. Weiß gar nicht, ob wir da jemals wieder rausgekommen wären. Hier so. Und dann können wir hier in das Rohr rein. Hoffentlich ist da keine Suppe drin. Autsch. Das war ein kleiner Knochenbruch. Knie angeknackst. So, nein, da ist keine Suppe drin. Tschüssi. So. Ist doch schon wieder so einer. Weg ist er. Nein, das war falsch. Etwas radioaktiven Schaden genommen. Kann ich hier durch? Ja. Wir müssen auf das obere Rohr. Wir müssen hier hin. Und dann kommen wir nämlich auch sicher auf diese Plattform, wenn er denn springt, wenn ich auf Springen drücke. Ein weiterer Versuch. Wir spielen auf einfach. Das heißt, ich habe nicht viel Lebensenergie verloren. Und nochmal. Und ich springe Shep. Ja. Leute, das ist echt eine... Die Steuerung von heutigen Ego-Shootern ist tatsächlich einfacher. Ja, jetzt haben wir es doch. So, gleich mal speichern, dass ich das nicht nochmal machen muss. Und dann sage ich jetzt erstmal, für heute mache ich Schluss. Ciao, miau.